Lieber Schatz, hast du das, was du hast oder was du kannst, aus der Familie, hast du es ererbt von deinem Vater, hat deine Mutter es dir mit ihrem Mutterblut gegeben oder gibt es Vorfahren, Urahnen oder ist es vielleicht karmisch bedingt, dass du all das, was dich dazu gebracht hat, auf diese Art und Weise schöpferisch zu sein? Es ist schwierig festzustellen, was hat es mit den Eltern zu tun. Es hat immer auch mit den Eltern zu tun, weil die Ahnen und die Vorfahren sind ja die ersten Prägestationen, die den Menschen irgendwo beibringen, wie er die Welt wahrzunehmen hat. Nachher kommen die Lehrer. Im Grunde ist alles immer auch ein Teil dieser Grundmuster. Was über das hinausgeht, was vielleicht in die Ewigkeit, in die Vorgeburt, in andere Bereiche hineinzieht, können wir nur vermuten. Ich für mich denke, es kommt aus anderen Sphären, aus dem, wo die Seele herkommt, aus dem Winkel im Universum, wo die Seele herkommt, was sie da verwirklichen möchte. Aber das sind natürlich esoterische Gedanken. In dieser Art ist immer alles verbunden, auch mit den Eltern. Nur, es könnte auch sein, dass die Prägung der Seele, wenn sie auf diesen Planeten tritt, die Anlage hat, durch die Eltern geformt werden zu wollen. Und dann ist der Einfluss der Eltern auf das Kind kleiner, als wir glauben. Sondern ist der Einfluss des Kindes auf die Eltern groß. Weil das Kind dann die Eltern aus dem Sichtwinkel benutzt, aus dem es erzogen werden möchte. Im Prinzip die Eltern in die Positionen bringt, die ihm helfen, seine Anlage zu verwirklichen. Wenn wir das ein bisschen in einem größeren Umfeld anschauen, dann merken wir, wie wir aus unserem realen Denken solche Fragen natürlich ganz schwierig seriös beantworten können. Wir haben ja nur die Bilder, wie wir denken, dass die Welt ist. Und da sagen wir, okay, es müssen die Eltern sein. Das sind manchmal ganz andere Interaktionen. Und in dieser Frage und in dieser Antwort führt die Antwort auf die Frage zurück. Das heißt, wer sind wir? Das ist eigentlich die Frage. Wer sind wir und was beeinflusst uns? Wir werden es nicht herausfinden. Und in dieser Ebene kann man auch nur sagen, man fühlt das zu sein, was man sein möchte. Und wenn es gelingt, dann hat man eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit sich selbst. Ich denke, ich hatte gute Eltern, ich hatte gute Rückhalte, aber wie weit sie mich beeinflusst haben oder wie weit ich sie oder meine Umwelt beeinflusse, das werden wir nie mit letzter Sicherheit feststellen können. Wenn ich deine Bücher lese, deine Werke, dann spüre ich dahinter eine Unmasse an Bildung, wie man sagt, humanistische Bildung, was man auf dem Gymnasium lernt oder in der Universität. Wo hast du das her? Hast du entsprechend dich akademisch rausgebildet? Aus was für einem großbürgerlichen Hintergrund kommst du oder arbeitest du? Ich hatte immer das Gespür, Antworten zu finden, die Menschen nicht beantworten konnten. Ich war immer ein bisschen schon als Kind verunsichert von den Erwachsenen, weil ich immer spürte, sie vermitteln eine Welt, die sie einem verkünden, aber sie kennen die Hintergründe selbst nicht. Sie sagen mir, was sie selbst gelernt haben, die Bildungshintergründe, wie die Menschen gelernt haben, die Welt wahrzunehmen, weil Menschen lernen die Welt wahr, sie geben das weiter, das wird eingebunden in Studien. Ich habe immer gespürt, dass sie wirklich guten Willens waren, einem die Welt zu erklären. Es war aber auch mein Empfinden, dass ich spürte, sie wissen eigentlich auch nicht, was sie gelernt haben. Sie glauben einfach, dass das stimmt, so wie sie es haben, und geben das weiter. Meine Frage war, woher wollen sie wissen, was eigentlich entscheidend ist? Was sind die moralischen Gesetze? Wenn du heute schaust, was in den Medien und so weiter kommt, dann merkst du erst, wie seriös dieses Nachfragen ist. Wir waren immer ein bisschen so, dass die Menschen ein bisschen am Rad drehen und sich immer versuchen, die Welt zu dramatisieren, damit sie für sie so spannend ist, dass sie etwas haben, an dem sie sich aufregen oder aufhängen können. Ich habe eigentlich nie was geglaubt. In dieser Ebene bin ich ein überzeugter Autodidakt.
Also ich spüre, was für mich wichtig ist. Ich spüre, was durch mich nach Antworten sucht und bewege mich dann an die Punkte, wo ich glaube, dass die Antworten zu finden sind. Das vermisst sich dann mit diesem Suchen. Und da gibt es so ein Gespür, was möchte ich sagen, was interessiert mich. Und dann fühle ich in mir Antworten, die irgendwo etwas ausdrücken, von dem ich nicht weiß, ob es wahr ist oder unwahr. Weil das kann ein Mensch nie wissen. Sondern ich spüre, dass es für mich stimmt, jetzt in diesem Moment. Mehr ist nicht möglich. Und so taste ich mich dann durch das Leben durch von Momenten, die mir eine Sicherheit geben, dass ich mich da in mir fühle. Und diese Bewegung, diese Momente ziehe ich dann durch die Jahre, durch die Jahrzehnte durch. Und in diesem Moment wird ein Mensch dann durch die Welt getragen und so weiß ich immer noch nicht, wo die Wahrheit ist. Ich weiß immer noch nicht, wo es stimmt. Ich weiß nur das oder ich spüre, dass die Dramaturgien, die Menschen sich gegenseitig zuwerfen, sich gegenseitig reflektieren mit unseren Problemen oder mit unseren politischen, wirtschaftlichen Problemen, dass die nur Abklatsch sind anderer Probleme. Und zwar Probleme der inneren Unsicherheit, der Evolution, der inneren Bereitschaft, durch Zerstörung zu wachsen, sodass wir immer wieder Zerstörung dramatisieren müssen, immer wieder Ungleichgewicht schaffen müssen, dass wir Ziele haben, auf die wir uns zubewegen können und diese Ziele uns diesen Frieden versprechen, den wir gar nie finden können, damit wir in einem Ungleichgewicht bleiben müssen, weil dieses Ungleichgewicht ist genau die Situation, die wir brauchen, um uns zu entwickeln. In einem Gleichgewicht gibt es keine Entwicklung. In einem Ungleichgewicht, das keine Kreativität hat, gibt es auch keine Entwicklung. Es braucht ein Ungleichgewicht, das immer die Kreativität der Menschen trägt. Wir wollen einen Frieden, ein Gleichgewicht schaffen. Deshalb darf der Mensch eigentlich gar nicht erfahren, dass dieser Frieden gar nicht erreichbar ist. Wüsste er, dass dieser Frieden unerreichbar ist, würde er sich nicht bemühen. Würde er sich nicht bemühen, würde unsere Welt zusammenfallen. Also dieses Bemühen, dieses Gleichgewicht zu erreichen und zu verdrängen, dass wir es nie erreichen können, ist der Stoff, aus der die Evolution kommt. Als letztes die Gretchenfrage, lieber Charles. Wie hältst du es mit dem Glauben, sprich? Ist das eine Sache, die dich beschäftigt seit der Kindheit durch die Reibung an der katholischen Kirche? Ich bin ein Norddeutscher und als Evangele spielt die Kirche in dem Maße mit Tod und Teufel nicht so eine Rolle. Wie weit du bist ganz im Süden von Deutschland oder in der Schweiz groß geworden, wie weit spielt Religion, Glaube, Kirche für dich eine Rolle? Für mich war die Kirche nie ein Problem, weil ich habe die Rituale mir angeschaut, ich habe sie schon als Kind betrachtet, ich war eigentlich nicht dagegen. Ich habe sie aber auch nie in einer Wichtigkeit gesehen, dass da irgendwo ein Glaubenshintergrund oder eine Wahrheit mit verbunden ist. Für mich war das ein, wie sagen wir, so ein Ritual. So waren das schöne Rituale, Weihnachten, Ostern, Rituale, wie Menschen versuchen, ihrer inneren Sehnsucht ein Gesicht zu geben. Ich habe das auch nie richtig ernst genommen, ich war nie in der Lage, die Bibel, ich bin ja katholisch, oder irgendwie ernster zu nehmen, als was sie bedeuten. Symbole aus dem Leben, ähnlich wie vielleicht Gebrüder Grimm. Für mich war die Bibel und Gebrüder Grimm immer auf der gleichen Ebene. Doch das hatte ich ja nie, diese Verbundenheit in meinem Herzen. Ich habe das dem Pfarrer nicht gesagt, aber die mochten mich ja eigentlich. Weil ich ja mich bemüht und ein bisschen immer aufmerksam war, weil mich ja Märchen interessierten. Thank you.
die Kirche, die Ebenen gehören auch in die Geschichte der Märchen. Damit meinte ich, ich liebe die Religionen auf der Ebene der Märchen, weil sie Symbole transportieren. Die Jesus-Sage oder diese schönen Erlebnisse der Fischvermehrung oder übers Wasser laufen, das sind schöne Symbole aus, man kommt das ein bisschen vor, aus der Traumwelt, aus Ebenen, wo wir auch beherrschen, nur halt nicht in der Realität. Und durch das habe ich das schon ernst genommen, nur nicht auf der Ebene 1:1 und nicht auf der Ebene, dass ich mich einem Dogmen oder einem Glauben unterwerfe und dass ich glaube, dass es einen Gottessohn oder einen Gottvater da gibt. Aber aus dieser Position war es mir schön zu sehen, wie Menschen aus ihrer inneren Eleganz, aus ihrer Kreativität Bilder zu schöpfen, sich selbst schöpfen und da wunderbare Götter machen mit Engel und Maria und allem und gleichzeitig eben auch verdrängen können, dass sie es selbst tun. Und das ist auch eine große Leistung, eine große kreative Leistung der Menschen, zu verdrängen, dass sie selbst die Hervorbringer, ihrer Engel sind oder ihrer Schönheiten oder auch ihres Unglücks. Es ist auch interessant zu sehen, wenn wir sehen, wie wir Menschen eigentlich unsere Kriege evozieren, gerechte Kriege machen können, Terrorismus kämpfen und so weiter und gleichzeitig verdrängen, das ist ja unsere Angst, dass es unser Teil ist, den wir aus uns schöpfen, der uns dann beängstigt. Und dann müssen wir es auch noch verdrängen, dass wir es nicht merken, damit wir wirklich diesen Krieg auch durchhalten können.